welcher Zeitpunkt wäre besser gewesen, den Reis rauszuschmeißen als jetzt, nach einer Niederlage und nach der öffentlichen Kritik? Daraus haben sie nicht die Konsequenzen gezogen und haben den Spieler bestraft. Da hätten sie reagieren müssen. Jetzt ist die Frage, steht die Mannschaft hinter dem Baumgartl oder hinter dem Trainer? Und ich gehe jetzt live in dieser Runde jede Wette ein, solange wenn der Reis bis zum 17. Spieltag mindestens Trainer bei Schalke bleibt, wird Schalke definitiv nicht mal unter die ersten sechs kommen.